Ja, liebe Gemeinde, wir sind hier in den Heiligen Hallen. Völlig strange, weil hier keine Leute sind. Haben natürlich ein paar Aufgaben hier zu tun, arbeiten natürlich hier fleißig. Unter anderem machen wir auch schickes Bildmaterial und Videomaterial, um ein bisschen die Connection zu euch zu behalten. Und deshalb haben Pio und ich uns vorgenommen, wir gucken uns ein paar alte Bilder an. Ich habe ein paar ausgesucht, er hat ein paar ausgesucht. Und ja, wir gucken uns jetzt die Bilder an und erzählen ein bisschen was dazu. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Wir haben da auf jeden Fall ein paar alte Schätzchen ausgegraben, glaube ich. Ja. Vielleicht kennen auch andere noch ein paar Bilder davon. Vielleicht haben sie live miterlebt. Mal schauen, was Oh hier ja. abgeht. Erstes Bild. Nice. Ja, das ist hier in der Box, ne? Ja, Guck mal im das Hintergrund, oder? war beim Umbau. Da, wo die Maus, ich weiß nicht, ob man die Maus sehen kann. Glaube nicht. Du Hinter mir glaubst meinst nicht. Okay. Direkt hinterm Piet ist so ein kleines Marshmallow-Männchen. Das ist der Martin. Martin! Unglaublicherweise. Der sieht aus wie der Michelin-Mann, der den Martin gegessen hat, ist aber der Martin. Wer ihn nicht kennt, öfter Early Bird. Ja, genau. Falls ihr ihn jetzt nicht erkennt. Aber Also nicht ist mehr da echt. in 16 zu 9, sondern jetzt halt in In HD. gesunder Hautfarbe und in schlank und sportlich. Sehr Mega geil. cool, ja. Ja, mein Vater hat sich nicht verändert. Auch lustig. Ja. Ja. Ja, sehr cool. War auf jeden Fall eine charmante Zeit, muss man sagen. Und natürlich der Kalle am Start, ne? Ja. Von Anbeginn, muss man auch dazu sagen. Das stimmt, ja. Yes, cool. Nächstes Bild, da sind Oh wir in der alten ja. Box. Oh, Ja, das ist aber schon ja, ein ja, bisschen ja. was älteres auch Bild aus der alten Ja, es ist ein Box. älteres Bild und zwar Ja. eigentlich ziemlich bitter, weil an Aber. dem Tag habe ich eine Präsentation gehalten zum Thema Gesundheit, Sport etc. bei uns in der Halle. Und am Vortag hatte ich meinen nicht so schönen Unfall bei den Handstand Push-Ups. Ui. Und ich bin da, wie man erkennen kann, vielleicht voll auf Schmerzmitteln. Konnte meinen Kopf überhaupt gar nicht drehen und habe dann darüber berichtet, wie unglaublich geil und gesund CrossFit ist. War sehr passend auf jeden Fall. Ich meine, der Sport ist geil, brauchen wir nicht drüber reden, Ja, wisst ihr ja aber. alle. Aber ich habe mich damals so ein bisschen übernommen und bin ziemlich blöd im Kopf gelandet. Yes, eigene Erfahrungen übersammeln und Ja. euch das quasi sparen Deswegen möchten. liebe ich Handstand Push-Ups so. Deswegen so viel Technik. Ja. Sehr geil. Ja, da hinten ist noch das Schild, das habe ich letztens gefunden, ne? Oder irgendwie am Boden Ja, ja, gefunden. Ne? 100 ja. Burpees für auf dem Floor essen und so Sachen. Wir hatten Oha, Strafburpees. Für zu spät kommen, den oha. Coach unterbrechen und nerven. Oh! Strafburpees, ja. Der Rowing Dead. Ja, der Commitment. Super geile Aufnahme vom Kmet. Das war Open 17, 16 oder so rum. Ich glaube, die ersten Open hier in der neuen Box. Und ja, der sieht auf jeden Fall nicht so fit aus. Auf jeden Fall ein super Schnappschuss Ja, vom sei uns verziehen, Kameramann. Kmet ist nicht böse. Ja, Böse gemeint. ja. Oh ja. Nochmal Sprung zurück in die alte Box. Ja. Wer ist das denn da ganz rechts auf dem Bild? Das ist die AK. Echt? Wo sind die Beine denn? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Vorne fliegt auf jeden Fall die Ella durchs Bild. Wow, Und ja, super. ja. Und da hockt die AK. Noch ein Ja, bisschen, witzig, witzig. bisschen Aber da unsportlicher. war es auch schon sportlicher, ne? Ja, wir haben noch andere Schätzchen außen gegraben, Röschen. Ja. Also nicht böse sein. Hinten haben wir sogar Wallball-Linien in Frauen- und Männerhöhe. Ne? Ja, der Wahnsinn. Ja. Ah, die Technik wieder, Piet, ne? Ja, die Technik, die Technik. Das ist, weil du rangezoomt hast. Du musst erst Ich wieder glaube auch. zurückzoomen. Ha! Wahnsinn. Oh! Live und Uncut. Oh! Ja, das war beim Umbau. Da war der Tisch, Ja. den ihr gerade gesehen habt. Ein bisschen gemixt, aber Ja. ist live und uncut. Da ist auch schon der Boden ausgegossen. Genau. Geiler Wollte ich gerade sagen. Wir haben den Boden hier, der war so ein bisschen uneben. Bubbles hätten gar nicht gerollt. Ja, ein Beim bisschen Test auf haben die auch jeden nicht Fall. gerollt, Nee, nee, gar nicht. Und das wollten wir auf keinen Fall. Wir wollten halt, wenn wir hier einmal reingehen, dann vorher alles in perfekt haben. Vorne abgeklebt mit Krepppapier ist da, wo der Container hin sollte. Ja. Und da haben wir einfach ja, ganz charmant neuen Boden reingepackt. Sehr geil, auf jeden Fall. Krasse Sehr Zeit. Da sind geil. aber schon die neuen Lampen drin. Vorher waren hier so alte Leuchtstoffröhren drin. Jo. Und hier Kalle und Danny am Start. Ja. Mega. Wir haben hier vorne eine Kochplatte. Geil. Ja. Fürs Essen, weil wir haben ja hier drin gewohnt beim Umbau. Ja, Fast. unglaublich. Ja, nice. Oh, Ja, da war ich gar nicht dabei. das war ein Event. Das war richtig lustig. Beim Ruderclub hier in Krefeld. Am Esee. Da gab es ein Turnier. Das machen die, glaube ich, jedes Jahr. Und wir hatten jemanden, der war Ruderer. Er steht da. Ja. Der hat uns das ein bisschen, genau, der hat uns beigebracht und dann haben wir im Viererboot quasi, ja, sind wir da gefahren. Ja, und ich glaube, wir sind so durch die erste Runde gekommen. Unglaublich. Ja, Nicht voll. gekentert? Nee, nee, Ja, nee. krass. Ich glaube, du War, hast sogar den Ergo Cup gewonnen, ne? ja, Auf dem stimmt, Ergometer dann. stimmt. Ja, Den ja. hat keiner geschlagen. 0,2 Sekunden war einer, der Ruderer ist,
langsamer. Ja, also das war eine harte Sache, aber Crossfitter halt. Ne? Ja, ballern können wir. Ja, komm, weiter. Yes. Oh ja. Ja, eine alte Box. Tür ist zu, man kommt an. Was ist da los? Hat von jemand vergessen, die Box aufzumachen. Ne? Ich weiß. Ich weiß gar nicht warum. Auf jeden Fall war ich zu spät. Ja, und die Leute haben mir ganz charmant geschrieben, wo ich denn bleibe und solche Sachen halt. Hansman vorne links. Ja, das ist der Hans. Unglaublicherweise. Geil. Ja, richtig coole Nummer. Das ist die Sabrina auch. Ja. Ja, ja. Nice. Die Leute haben mich sehr nett empfangen. Oh, guck mal, Danny, nicht wie zu Hause, sondern wirklich bei der Hausarbeit. Laura, wirst du bestätigen können, zu Hause macht er nicht, oder? Da hat er wirklich gestaubsaugt. Und zwar die Fläche, wo nachher der Kunstrasen ausgelegt worden ist. Ja, man sieht auch schon im Hintergrund, da steht das Rig schon. Hier ist alles auf der Fläche quasi platziert worden. Ja. Und ja, da wird gerade gestriegelt. Muss man einfach mal sagen, wenn die Community gefragt war, war die immer da. Unglaublich also, geil. Gerade die Leute aus der ersten Zeit, ne, wenn ich überlege, was wir alles zusammen gemacht haben, da ist jetzt der Scheiß ja wohl eine Lachnummer gegen. Corona. Ja. Ja, aber auch krass, wie viele auch geholfen haben. Da muss man einfach auch mal sagen, so boah, ohne die, ich weiß nicht, ob wir den Termin hätten halten können. Das war echt eine starke Nummer, auch mit dem Umzug. Ich habe gleich keine Bilder vom Umzug. Da war eine menschliche Kette von einer alten Box. Kommen wir gleich nochmal zu den Bildern. Treppe runter und da stand Mann an Mann und dann einfach in den LKW. Und dann war der LKW weg, dann kam er wieder an. Richtig krass. Krass. Super stark, die Hilfe. Ja. Oh. Das war auf der alten Box draußen das quasi, ist unser Balkon. Ne? Ja. Wir hatten so eine Art Sonnenterrasse. Und ein oder andere Mal haben die Leute sich da ein leckeres Bierchen nach dem Training gegönnt. Yes. Das war eigentlich nur so ein Vordach, wo man eigentlich hätte gar nicht drauf sitzen dürfen. Wir haben da gerudert, wir haben da keine Double anders gemacht. Aber auch nicht gedroppt, keine Sorge. Aber wir haben auf jeden Fall gerne mal ein Bierchen getrunken. Echt cool. Ja. Ja, das war ein Schild, das hängt bei meinem Vater jetzt im Flur übrigens, glaube ich. Ja. Warum hatten der einen krossen Krieg? Weil wir es nicht mehr gebraucht haben. Okay. Glaube ich hier. Ja. Komische Deko-Idee. Ja. Ja, da sieht man mal, wie unglaublich unkreativ unser Design war. Siehst du den Cut hier von dem Ziel? Ja. Geil, oder? Ja, die Anfänge. Ja, es ist, man hatte eigentlich wenig Ahnung. Ja. Also ich komme ja Sportinformatikbereich quasi, Piet-Informatikbereich. Von Design hat keiner von uns Ahnung gehabt. Und wir sind zu einem Designer hin und haben gesagt, pass auf, das ist unser Logo, das haben wir uns nochmal intern ausgesucht, mach mal was. Ja. Und ja, das hat er gemacht. Eigentlich war das Männchen, was ihr da seht, auf der rechten Seite, der hat das rausgeschnitten, auf die linke Seite gepackt, deswegen ist dieser der Cut da. Also, ja. Wahnsinnig. Ja, gar nicht mal einfach so geil. Wahnsinnig. Yes, der Tim. Ja. Falls ihr nicht erkennt, im Vordergrund mit einem weißen Crossfit-Krefeld-Shirt, das ist die alte Box. Das Rig, was ihr da seht, das steht halb, glaube ich, noch im Sidefloor. Zur Hälfte. Ja, jetzt sagt der Greg natürlich wieder, dass ich fett geworden bin. Ich weiß es doch selber. Ja. Ich habe damals aber auch eine legendäre, wahrscheinlich dann noch einen Overhead-Squat der leeren Stange gemacht. Auch das kennt der Greg ganz gut. Ne? Yes. Ja, krasses Ding. Oh, die Wall of the Wall. Hier vorne unten rechts, da war übrigens die Treppe. Das war nämlich alles im ersten Stock, wer es noch nicht wusste. Ja. In der alten Location. Und da haben wir einfach mal die ganzen 10 Dinger von CrossFit, die Crossfit so ausmachen, an die Wand gepackt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe letztens noch darüber nachgedacht, wie ging die denn nochmal und wusste es nicht mehr ganz. Aber nicht mal alle zusammengekriegt, aber lasst euch das mal auf der Zunge gehen. Da sind quasi die ganzen Anforderungen oder die ganzen motorischen Eigenschaften, die man hier erwerben sollte. Balance, Präzision, Agilität, Agility. Kraft, Explosivität, Geschwindigkeit, Koordination, Wahnsinn. Balance. Auch drin. Präzision, falls man sieht. Ganz oben kardiovaskuläre Ausdauer, die fehlt bei mir noch immer. Das ist das, wenn ihr bei dem 10K Row nicht zum Kurs kommt. Ja, cool. Sollen wir noch eins machen? Eins machen wir noch und dann sind wir durch. Yes. Unser Frontdesk damals. Ja. Die Theke. Auch dieser einfach erbärmliche Versuch, diesen blöden Stier überall drauf zu packen. Cool, die Hörner sind so halb da. Oh Gott. Auf jeden Fall geil. Ja, richtig geil. Aber ich habe da eine lange Hose an, das sieht man auch selten. Ja, wahrscheinlich waren draußen gerade minus 50 Grad oder das so. Das bin übrigens ich auf dem Bild, falls ihr das nicht seht. Ja, cool. Machen wir es nochmal groß. Klaro. Ja, diese Technik. Mega cooles Ding, haben jetzt ein paar Minütchen gemacht.
müssen jetzt ein bisschen weitermachen. Maren hat hier nochmal eine Session und die kriegt natürlich dann wieder auch zu sehen. Mir hat das mega Spaß gemacht. Ich denke euch auch, war cool, oder? Ja. War das jetzt ein Reaction-Video, wie wir es neumodisch sagen? Nee, das ist kein Reaction-Video. Wir nennen es eine Dia-Show. Ja, eine kommentierte Dia-Show. Ist das ein Filmprojektor? Wie hieß das denn damals? Da quält mein Vater mich öfters mit dem Dia-Projektor. Ja, ja. Ja.